Oh, Hackduell! Hackduell! Meinst du, kommst gegen den Hack an? Was geht, Waffenbahn? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren kleinen Video. Heute, / gestern, sind die wunderbaren News rausgekommen, was die nächste Season ist. Und zwar gibt es einen Superhelden-Season in Season 4. Aber bevor diese Season hier vorbei ist, diese Weltraum-Season, gibt es natürlich noch die Weekly-Herausforderung Nummer 10. Ihr seht, ich bin hier auch noch nicht ganz fertig. Aber das war, weil ich nicht da war. Das mache ich aber noch fertig auf jeden Fall. Die Weekly-Season Nummer 10 gebe ich natürlich auch wieder komplett mit euch durch. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Und zwar mit ein paar Trunen bei Fatal Fields. Und da erzähle ich euch gleich noch was zu. Denn das hat noch was zu tun mit dem anderen Punkt, der hier ist, nämlich: Durchsuche eine Truhe an verschiedenen bekannten Orten. 12 Stück, also 12 verschiedene Orte, ne? Truhen, wo ein Name ist, in Pleasant Park, Tilted Towers, dass man da irgendwie Truhen sucht. Wir gucken jetzt gleich mal rein. Ich würde mal sagen, kurz, let's go. Wir phasen und flaseln schön über die Map und müssen zu den Fatal Fields und da etwas aufmachen, und zwar ein paar Truhen. Man kennt das, jede Woche gab es immer andere Plätze, wo man Truhen öffnen müsste. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine Challenge, in der man tatsächlich in jede mögliche Location gehen muss. Also Moisty Mire, Fatal Fields, Flush Factory, die einen Namen hat und da eine Chest looten muss. Eine Karte mit den ganzen Chests auf der Karte. Blende ich euch jetzt hier mal ein. Fatal gehe ich jetzt mal runter, mach da eine Kiste mal auf und guckt mir das dann alles an. Der Link zu der Karte ist natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das dann dauerhaft angucken, nur damit ihr Bescheid wisst. Dann einmal hier diese wunderbare Chest knacken. Dann haben wir nämlich auch schon direkt abgehakt. Wie gesagt, das ist relativ einfach. Ihr könnt dann im Verlaufe des Spiels, wie gesagt, immer mal wieder probieren, andere Orte nochmal zu besichtigen und euch reinzuziehen, an denen ihr, wie gesagt, dann wir müssen jetzt erstmal das hier abhaken, weil der andere Rest ist schon gelootet, und dann an einen anderen Platz gehen als Fatal, der einen Namen hat. Der nächste hier, würde ich mal sagen, ist Salty. Die große Frage ist aber natürlich jetzt, ob man da noch Sachen findet. Ich würde eher so in die Ecke Moisty Mire gehen, weil da natürlich nicht so viel los ist am Anfang und da nicht so viele Leute hingehen. Fatal Fields momentan ja das Interessante für die Weekly Challenge, dementsprechend hier Moisty oder so reinzugehen, nachträglich geht immer. Shifty Chefs geht nachträglich auch immer. Flush Factory, alles solche Sachen, wo nicht sehr viele Leute droppen, aber immer ein paar von euch. Naja, nichtsdestotrotz, darum geht's dabei, Leute. Was haltet ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Von der neuen Season, habt ihr Bock auf Superhelden? Ich find's mega geil. Ich habe ja die Tage dazu ein Theorien-Video gemacht und muss sagen, ich habe mich komplett verrannt, natürlich. Aber deswegen sind es ja auch nur Theorien und keine Fakten, von denen ich hier erzählt habe. Und dementsprechend voll interessant. Mich würde es wirklich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich habe richtig Bock auf Superhero-Skins. Können wir kurz mal sagen, dass ich komplett arm werde, wenn es darum geht. Es wird übel, übel nice. Also ich fand dieses ganze Astronauten-Theme schon mega. Und jetzt halt mit Superhelden, Leute, ey, wenn Batman oder Flash oder so kommen. Junge, mein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Ich sag's euch, ey, das wird richtig, richtig sick. So, ich gehe übrigens durch momentan, damit ich noch ein paar Chests einfach so loote. Nur damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum ich hier die ganze Zeit hier rumschnäsel. Schauen wir mal kurz, während wir schon laufen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Places, kann das sein, mit Namen auf der Karte. Das heißt, 12 davon nur nicht. Das heißt, ihr könnt euch echt viel aussuchen, mal ein bisschen rumlaufen. Da haben wir jetzt auch nochmal gelootet. Wie gesagt, diese Quest kriegt man damit dann ganz gut geregelt. Das ist einfach nur ein pures Laufding. Jetzt spielen wir natürlich noch ein bisschen zu Ende. Vielleicht kann ich da auch schon ein bisschen was für andere Quests machen, auf die wir jetzt gleich eingehen werden. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, let's go, weiter, alles entspannt. Hallo Lama, das ist gut. Positiv, I like it. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal alles Mögliche an Schissel gemacht. Das wundert mich immer noch, dass man keine Challenge hatte, wo man tatsächlich einfach mal einen Lama finden musste. Fight is Fight. Na, 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 na. Wo soll meine Rakete hin? Na, 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 na. Na, 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 Rakete. Wo seid ihr hier denn? Wo seid ihr denn, Rakete? La, 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 la. Baut sich gerade auf. Da ist auch wohl jemand noch drin. I love it. Let's go. Ui, das tut ja fast schon weh. La 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 la. Wow!
haben wir da auf jeden Fall mal was gemacht. Ihr seht jetzt, wir haben hier diverse, also 3 Plätze von 12 schon freigeschaltet. Ihr müsst euch jetzt dann einfach merken, wo ihr wart. Schaden mit Kopfschüssen haben wir gerade eben schon gesehen. Da war ich in der Scheune. Und in der Scheune habe ich jemanden abgeschossen und Kopfschusstreffer, also dann, wenn die Zahlen größer aufpoppen als die anderen und ihr mehr Schaden macht, zählen jetzt eben dazu. Das kommt einfach im Laufe des Spieles, da kann ich wenig zu erklären. Schwebende Ringe, das machen wir jetzt mal, denn das habe ich noch nicht gemacht, wie ihr gesehen habt. Und die Dinger sind überall auf der ganzen Map, von daher hauen wir direkt mal raus und schweben mal ein bisschen durch heftige Ringe. Seid ihr bereit? Ich auch. Dann schauen wir doch mal, was hier abgeht. Es gibt meiner Meinung nach, wie man schon gesehen hat, verschiedene Ringe. Und zwar die Dinger hier oben und die ein bisschen weiter unten. Ich würde jetzt einfach mal hier probieren, durch den Ring zu fliegen und dann da runter. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles so hinkriege. Aber schauen wir mal. Im Zweifelsfall mache ich mal kurz den hier. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Also es scheint doch schwieriger zu sein als gedacht. Oder? Gucken wir mal. Da sind wir nice durchgekommen. Und dann würde ich noch mal gerne ein bisschen weiter nach da hinten fliegen. Und dann zieht der schon seinen Schirm. Ah, okay. Ich glaube, nee, ich wollte gerade sagen, das sind Vertikale, aber das stimmt nicht. Also easy peasy. Einfach durchfliegen. Ganz interessant. Ich gucke jetzt hier noch mal. Natürlich werde die Runde ein bisschen weiter spielen oder zu Ende, soweit wie ich eben komme. Das war, glaube ich, sogar Headshot Damage, wenn mich nicht alles täuscht. So. Ist halt auch absolut räudigste Waffe jetzt, um hier irgendwie in Nahkampf zu gehen. Und ich habe schon gehört, dass der eine Dude gerade eben getötet worden ist. Von daher machen wir doch mal den einzigen interessanten Weg, den ich mir vorstellen kann. Ich habe ein Problem. Ein Headshot, oh Gott. Oh Jesus. Okay, gut. Er hat mich gesehen. Nein. Oh, Jesus. So, durch ein paar Ringe fliegen können wir jetzt auch noch, denn wir müssen wieder den geheimen Ort finden. Der geheime Ort ist süß, ist toll, ist geheim und ist dieses Mal zwischen einem Steinkreis. Und wer hat die ganze Zeit gesagt, achtet mal auf den Steinkreis? Ich zeige euch natürlich, wo der Spot ist. Ich würde sagen, wir legen direkt los, fliegen in die Runde rein, Gegner eliminieren, Headshot, alles. Easy peasy, kriegen wir hin. Let's go, ab geht's zum Geheimort. Wir sind wieder im Bus oben angelangt. Ich muss mir gerade ganz kurz eine kleine Abwurfflugrate überlegen, in der ich hier am besten runterkomme. Denn wir müssen hier hinten hin. Und zwar über Junk Junction ist dieser neue geheime süße Punkt. Süß, ganz bewusst gewählt natürlich, weil der Punkt ist tatsächlich echt süß. Total süß, fett. Okay, ich halte Mund, tut mir leid. Wo ist denn ein rotes Wohnmobil? Ich glaube hier hinten. Wo ist denn eine Holzbrücke? Ich glaube hier. Und wo ist denn dann unsere kleine, süße geheime neue Location? Die müsste irgendwo hier in diesem wunderbaren Dreieck sein. Ich weiß gerade selber nicht ganz genau, wo. Er, glaube ich, genauso wenig. Man kennt sich. Oh, Hackduell! Hackduell! Meinst du, kommst gegen den Hacker an? Deswegen nennt man mich Hackern. Okay, Entschuldigung. Moment mal, er guckt mir gerade zu. Vielleicht tun wir einfach mal so, als wären wir verwundert. Hä? Was ist das hier? Hä? Okay. Und dann nehmen wir uns mal den geheimen Ort hier. Easy peasy, lemon squeezy. Schon haben wir es, schon ist es gemacht. Easy, 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 sag ich da nur, Leute. Wow, ich bin erschrocken. Alter. Der hat mich kein Mal getroffen. Junge, das war absolut eine sehr erwachsene und komplett normale Reaktion darauf. Deswegen kann ich keine Grusel-Videospiele spielen. Das geht einfach gar nicht für meinen Kopf, Leute.
sowas hat mich jetzt halt schon komplett aufgelöst. Junge, 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 ey. Hallo Fernsehen. Der hat übrigens was mit der neuen Season zu tun. Hört ihr das? Störfunk. I love it. Was wäre denn euer Lieblings-Superheld, der kommen würde? So, was wäre das? Wer wäre das? Das würde mich tatsächlich auch mal jucken. Hatte der zwei Scars dabei? Wirklich, ist es so jemand, der zwei Scars dabei haben muss? Das ist halt schon, also Selbstwertgefühl ist ganz wenig da, ne? Also wenn du mit zwei Scars rumläufst, so, da muss man halt schon sagen, es gibt traurige Momente und es gibt richtig traurige Momente. Aber immerhin nochmal ein Kill, ein bisschen Damage gemacht, vielleicht da sogar einen Headshot mitgenommen. Nochmal ein Headshot, nice. Wow, nice one. Das war meine Schuld. Okay, dann probieren wir hier nochmal ein paar Kills klar zu machen. Ich schau mal, dass ich den hier, diesen roten Ring, nochmal erwische, weil wir sind dann doch schon mit unserer Flugroute recht weit südlich, gerade für Pleasant Park. Ich weiß nicht, ob dann unbedingt so viele Gegner da sind, aber wir gucken jetzt einfach mal, ob wir das hinkriegen und ob wir überhaupt da durch diesen Ring kommen, denn das wäre übel nice. Gucken wir mal. Das müsste genau sich ausgehen. Richtige Höhe. Einfach schnell gezogen. Kein Problem, Digga. So, rüber nach Pleasante Parque. Da können wir natürlich auch noch eine Chest öffnen. Also, die letzte Woche gefällt mir eigentlich, weil es geht ziemlich hart. Einfach nur darum, schön zu looten, ein bisschen zu killen. Ich meine ernst. Und da ist Nummer 3. There we go. This is how we do it. Aktion war eigentlich ganz töfte, wie manche YouTuber sagen würden. Stegi, ich vermisse dich. Hashtag Stegi forever oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir eine Weile nicht gezockt. Deswegen, I love you. Hä? Wo genau? Wo genau? Wo genau? Check's grad nicht. Check grad nicht, wo er hin ist. Oh mein Gott. Hä? Da ist er. Ja, komm. Oh. Oh, Brudi. Das war ganz schlimm. Das auf jeden Fall kleiner Guide für die Woche wieder, Leute. Ihr wisst, es ist mehr dann Funplay. Leute, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Alle Infos dazu oder noch nähere Artikel sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Dankeschön fürs Zugucken. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf die nächste Season. Let's go und schreibt mir bitte fleißig in die Kommentare. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.